Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur nächsten Sendung von Mr. Raw. Ich habe hier heute Labité zu Gast. Hallo Labité. Hallo Labité. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da und da bin. Auf Labité habe ich lange gewartet und ihr wahrscheinlich auch, ohne es zu wissen. Ich hatte schon in mehreren Sendungen eine Creme und eine besondere Seife erwähnt, die bei den Kunden, die ich bisher hatte, sensationelle Erfolge gezeigt hat. Nun habe ich es endlich geschafft, Labité hier vor die Kamera zu kriegen, weil Labité ist auch schwer beschäftigt und ist dabei, einen großen Vertrieb von einheimischen Produkten aus Togo aufzubauen, die eine ganz spezielle Wirkung haben und die sehr vielseitig einsetzbar sind. Zunächst einmal zu dir. Du hast ein afrikanisches traditionelles Wissen zum Thema Kosmetik, aber auch zum Thema heilender Kräuter und heilender Pflanzenöle mit auf den Weg bekommen und es hier nach Deutschland gebracht. Stimmt das? Ja, das stimmt. Vom Beruf bin ich Ingenieur. Ich habe hier in Deutschland studiert. Aber seit ungefähr 6-7 Jahren hat alles angefangen, weil ich muss auch sagen, dass meine Familie, meine Mutter momentan noch diese Urwissen hatte über die Pflanzen, die sie dann weiter benutzt, um Menschen in Afrika, in Togo zu helfen. Und diese Wissen habe ich auch mitbekommen als Kind schon. Und irgendwann mal habe ich auch mir überlegt, wie kriege ich meinen Schuppen hier weg? Diese ganzen Probleme, ja. Diese ganzen Bioprodukte, die ich gekauft habe, habe ich damit keinen Erfolg gehabt. So dass ich meiner Mutter gesagt habe, schick mir diese Produkte, die wir seit 1000 Jahren schon benutzt haben in Afrika. Und was ist das jetzt zum Beispiel? Wir haben hier zwei deiner Produkte. Ja. Kannst du kurz mal auf die eingehen? Was ist deren Besonderheit? Das ist zum Beispiel die Seife aus Asche, Naturseife aus Asche, mit Palmkernöl. In Afrika ist eine Seife, die wir damals seit 1000 Jahren als Kind schon benutzt haben, für die Haare, für die Haut. Und wir haben damals auch mit Asche, mit der Seife, auch die Zähne geputzt. Und zusätzlich, meine Vorfahren haben das auch benutzt als Deo. Normalerweise stinkt man auch nicht in Afrika, wenn man sich gesund ernährt. Richtig. Und wenn dann man einfach die Hautflora nicht zerstört. Die Hautflora. Sehr schön. Ja, nicht zerstört. Aber in dem Moment, wo man einfach anfängt, Giftstoffe gegen ihre eigene Hautflora anzusetzen oder zu verwenden, heißt, dass man dann Kriege gegen unseren eigenen Körper führt. Ganz genau. Und dadurch entstehen viele Probleme, die wir momentan nicht verstehen. Richtig. Und diese Asche, die, sag ich mal, ist dann Nahrung für die Hautflora oder wie ist das? Diese Asche, das sind doch aus Kräuter zum Beispiel. Man macht da diese Seife zum Beispiel aus Schalen wie Baobab, Fruchtschale oder Kakaoschale und bestimmte Kräuter, die noch als Lebensmittel sehr gut für unsere Flora ist, sowohl für Darm als auch für die Haut. Ah, okay, wie innen so außen. Ja. Man sagt auch, unsere Oma war damals auch entsetzt, als meine ganze Cousine, die ganze Frau angefangen haben, auf die Haut Sachen zu schmieren, was man nicht essen kann. Sehr gut. Ja, weil nur das, was man essen kann, kann man auch in die Haare, auch auf die Haut. Richtig. Weil alles, was rangeht, zerstört den Körper, wenn das giftig ist. Ganz genau. Und die Haut, falls ihr es noch nicht wusstet, ist auch eines der größten Organe. Das heißt, sie atmet. Das heißt, über die Haut nehmen wir auch Nährstoffe auf. Deswegen auch transdermales Magnesium und alles, was wir auf die Haut aufschmieren, hat mittlerweile sogar fast eine größere Wirkung auf unsere körperliche Gesundheit, als wenn wir es essen. Weil der Darm so verschleimt ist, dass wir über die Haut viel einfacher Nährstoffe, besonders nach dem Duschen, wenn die Poren geöffnet sind oder am besten noch mit so einer Creme mit so einer Seife gereinigt sind und dann diese Creme, von der ich wirklich in Schwärmen gekommen sind, draufschmieren. Wir werden kurz gleich nochmal auf die Bestandteile eingehen. Kurz nochmal zu den Palmkönen, wolltest du noch was sagen? Dass es nicht diese Palmen sind? Nee, das hat mit dieser Zerstörung der Regenwälder nichts zu tun. Das unseren Lebensmitteln, wir sind damit groß geworden, das heißt, mit diesen Öl kochen wir. Und diese Öl ist seit Generationen von meinen Vorfahren als mit der Symbiose, mit der Natur angebaut wurde, das aus ökologischem Anbau, das heißt, bei uns war dieser Palmbaum auch ein heiliger Baum.
Schön. Und es ist ja auch so, falls ihr es noch nicht wisst, in Afrika sind die Böden noch in einem ganz anderen Zustand als hier in Europa. Mhm. Das heißt, die Pflanzen, alles, was da angebaut wird, die Öle oder die Kräuter, von denen er spricht, haben einen ganz anderen Mineralreichtum, mhm. sind auch noch, sag ich mal, von dem sozialen Gefüge, in dem sie leben, noch viel lebendiger und haben ganz bestimmte Mikroorganismen. Es war ja sogar so, dass du Probleme hattest, diese Creme auf den Markt zu bringen, weil da noch so viele Lebendigkeit drin war. Ja, das war nicht so, sondern man muss auch dafür sorgen, dass alles, was man hier auf den Markt bringt, muss auch teilweise fast steril sein. Eben. Und unsere Haut ist nicht steril, eben. Unsere Körper ist nicht steril. Ganz genau. Wie kriegt man einfach die Luft steril, wenn die Luft selber nicht steril ganz ist? Ganz genau, ja. Und wie hast du das dann gemacht? Also das muss man kann auch die Produkte nicht steril hinkriegen, sondern eben. Muss man einfach an gewissen Grenze einfach erreichen. Und wenn das okay. erreicht ist, kann man das auch auf den Markt bringen. Das, normalerweise, das, was meine Mutter in Togo verwendet, darf auch nicht herkommen, weil dann einfach diese Grenzwerte nicht erreicht wird. Mhm. Was meine Vorfahren seit 1000 Jahren benutzt haben, mhm. ist für diese europäische Marke ja, nicht geeignet. Nicht geeignet. Okay. Das heißt, im Busch kann man verwenden, aber hier in Europa ja. ist nicht gut. Okay. Und das ist ja sogar von einer Frauenkooperative. Das heißt, du nutzt da kleinbäuerliche landwirtschaftliche Betriebe, die dann wirklich aus eigenem kleinen Wildwuchs oder diese Kräuter schon seit Generationen bestimmte Weise anbauen und keine großen Züchter, keine Chemie, keine Pestizide, nichts. Ich muss auch noch ein bisschen korrigieren, weil das macht meine Mutter mit mehreren Frauen. Es gibt ein paar Frauenkooperative, die uns noch unterstützen. Mhm. Ich möchte gerne bald auch ein paar Sachen noch von anderen Kooperativen noch mitnehmen, wo ich selber sicher bin, überzeugt bin, dass das auch gut für mich ist. Mhm. Was gut für mich ist, ist auch gut für mein Netz. Sehr schön. Ja. Zu dem Netz nicht das an, was du dir selber nicht anschauen genau. möchtest. Deswegen, wenn das gut für mich ist, dann bin ich sicher, dass das auch gut für meine Kinder ist. Das ist auch gut für die Menschen. Ganz genau. Deswegen sage ich, bevor meine Mutter sagt, wenn sie die Pflanze an jemanden gibt, wenn sie selber überzeugt hat, dass diese Pflanze ihr auch einfach hilft. Aber wenn sie selber nicht nimmt, dann kann sie auch nicht weitergeben. So ist es bei mir auch, ja. Und ich kann euch sagen, Leute, ich habe diese Seife benutzt und ich habe diese Seite jetzt breit gestreut. Und ich bin froh, dass sie da ist, weil die sind alle ausverkauft. Und kannst du die Nachfrage decken bis jetzt? Wir müssen nur mit der Zeit auch einfach die Frauen ein bisschen unterstützen, die Kooperative, meine Mutter unterstützen, damit sie einfach ein bisschen fleißiger werden. Ganz genau. Ja. Weil man weiß schon, die Mentalität in Afrika ist auch ein bisschen anders als hier. Das stimmt, absolut. Deswegen, Leute, wir können froh sein, dass wir jetzt mal ein paar Versuche davon haben. Mhm. Und zwar, welche ist die Seife, von der wir letztes Mal gesprochen hatten, die so diese wunderbaren Effekte auf die Haut hat? Welche war es, die du mir gegeben hast? Egal, welche man nimmt, die Haut normalisiert sich, wenn man die Haut nicht zerstört. Und das macht diese Produkte nicht. Aber diese Seife ist ein bisschen nicht so fettig wie diese Seife. Okay. Und deswegen nochmal so, für trockene Haut empfehle ich das da. Aha. Und für normale Haut empfehle ich diese Palmseife. Das heißt, es gibt diese Shea Butter Seife, die man auch benutzen kann für trockene Haut. Und diese Palmseife oder Palmkernölseife benutzt man das auch für jemanden, die einfach nicht extreme Probleme haben. Wie sind deine Erfahrungsberichte? Wir haben das gleiche Problem, wir dürfen jetzt nicht sagen, die Seife heilt alle Krankheiten. Nein, das darf man auch nicht. Außerdem, unser Immunsystem selber ist in der Lage, die Krankheit zu heilen. Ganz genau. Unsere Rotflora ist auch unser Schutz, unser Immunsystem. Stimmt. In dem Moment, wo wir einfach die Rotflora zerstören, zerstören wir unser Immunsystem. Ganz genau. In dem Moment, wo die Haut, wenn ich einen Pickel nur im Gesicht sehe, dann frage ich mich selber, welche Giftstoffe habe ich gegen meine Zellen angesetzt. Ganz genau. Ja, deswegen, am Anfang selber habe ich auch hier auch Naturprodukte benutzt in der Küche für meinen Körper. Aber meine Haut war trocken, ich hatte Schuppenflächen gehabt. Das war der Grund, warum ich damals auch meine Mutter aufgefordert habe, diese Produkte mir zu schicken. Und nach kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass diese Seife sorgt dafür, dass ich nicht mehr stinke, dass ich kaum Öl brauche. Meine Schuppen sind nach kurzer Zeit verschwunden. Und zusätzlich, früher, wenn ich angefangen habe zu schwitzen, hat gejuckt wie verrückt. Ganzer Körper, als ob ich Läuse hätte.
als ich damit angefangen habe, war das in der kurzen Zeit weg. Und das war der Grund, warum ich das auch gerne an Menschen gegeben habe. Auch Kinder, die ich gesehen habe, dass sie irgendwelche Ekzeme auf die Haut hatten, da habe ich auch gedacht, ich kann nicht so sehen, dass die Leute schreien vor Schmerzen und ich halte meinen Mund. Ich gebe das gerne. Sehr schön. Und dann habe ich angefangen zu verteilen, bis die Leute mich aufgefordert haben. Ja, bau mal was auf. Ja, ja. Noch mehr davon zu haben. Ganz genau, sehr gut. Du bist eigentlich Ingenieur, es war gar nicht jetzt deine Berufung unbedingt. Viele Leute haben erstmal gedacht, was macht er? Der ist Ingenieur, der will Seife und Tierbutter verkaufen. Ja. Das kann auch nicht sein. Ja. Meine Familie hatte, meine Schwester in Paris, die haben jetzt mal gedacht, der ist nicht. Der fängt an, einfach zu spielen. Ja. Aber ich wusste genau so, dass er das Gute, was ich sehe, das ernst man will. Ganz genau, ja. Und kurz zu den Erfahrungsberichten. Ja. Also du sagst schon, Ekzeme, Pickel, Hautunreinheit. Die erstaunlichsten Geschichten, die diese Seife neben glatter Haut, neben irgendwie Ekzemen oder sonstigen schon bewirkt hat bei Menschen. Ja. Ich habe auch Leute gehabt, die sagen zum Beispiel, sie haben Juckreize. Seit Jahren, sie kriegen das nicht hin. Warum? Weil sie einfach selber ihre Hautflora zerstören, ohne zu wissen, dass diese Giftstoffe einfach giftig für ihre Haut ist. Ich habe denen gegeben, nach kurzer Zeit, sie waschen sich, am nächsten Tag rennen sie schon hinter mir. Aber es gibt manche Leute, ich gebe denen die Probe, sie halten es mal das für absurd. Ja. Nachdem sie probiert haben, fangen sie an, meine Kontaktdaten zu suchen. Ja, ja, so war es bei mir auch. Ich habe dich gesucht, ich habe schon wieder zurechtgesagt, was ist mit dieser Creme, okay. Die Leute fordern. Und das war der Grund, zum Beispiel, ich habe Leute gehabt, mit Asche haben wir damals auch unsere Zähne geputzt und damit das saniert auch Mundflora. Man sagt auch, Asche ist ein natürlicher Tenside, womit unsere Oma auch die Haare gewaschen haben, die Haut gewaschen haben. Und früher auch können die Europäer noch sich erinnern, sie haben ihre Oma haben damals auch mit Potasche auch ihre Wäsche auch gewaschen. Richtig, ja. Ihre Töpfe, wenn sie auch verbrannt waren, haben sie auch mit Asche die Töpfe gereinigt. Richtig. Und deswegen diese Seife habe ich auch viel Babys auch kennengelernt. Ah. Zum Beispiel eine Heilpraktikerin sagt mir, ihre Enkelkind, neugeboren, war voller Ekzeme. Sie nehmen die Seife, waschen einfach das Kind ein paar Mal, die Haut ist wieder normal. Oder ich habe zum Beispiel Leute, Hunde, sie waren beim Friseur und sie wurden gewaschen mit dem giftigen Cocktail. Sie kommen nach Hause, der Hund fängt an, sich zu kratzen zu Tode, die Haare fallen aus. Nehmen sie die Seife, waschen sie den Hund ein paar Mal und die Haut ist wieder normal. Super. Und da merkt man schon, dass er die Seife zerstören die Rotflora. Und was die Rotflora zerstört, ist das Problem, das wir auch haben. Ganz genau. Ja. Also das ist eigentlich somit einer der wirklich natürlichsten überhaupt Kosmetika, die man verwenden kann. Ja, ich muss noch etwas dazu sagen, zum Beispiel in Afrika, als Kind. Das war auch unsere Medizin. Das heißt, als Kind, jeder Afrikaner, der hier lebt, wenn er noch im Dorf groß geworden ist, hat noch von der Oma damals auch das als Anlauf bekommen. Als Einlauf. Und Darm zu sanieren. Sehr gut. Ja, und das heißt, unsere Vorfahren haben damals auch verstanden, dass man einfach die Gesundheit erstmal vorbeugend Darm reinigen sollte, bevor man krank wird. Richtig. Aber wenn wir krank waren, haben wir das auch als Anlauf, als Kind bekommen. Und das kann sich auch für jeden Afrikaner, der hier lebt. Oder es gibt noch Urvölker, die diese Sitten noch kennen. Sogar, ich denke mal, die Oma von den Leuten hier wissen genauso, wie das einfach damals gegangen ist. Und das war für uns auch einfach unsere Medizin und zum Reinigen. Super. Ich habe zum Beispiel eine Freundin von mir, eine Ärztin, die sagt, sie arbeitet in dem Garten. Und zusätzlich, sie arbeitet in der Küche. Sie wäscht nur die Hände mit der Scherbutterseife und braucht keine Creme für die. Ja, gell? Das ist es. Das für sie ist auch erstaunlich, dass sie so lange drauf warten muss, um ein Produkt zu erhalten, die Haut nicht zerstört. Ja. Und sie sagt mir auch, ob sie Teeränder hat oder ob sie Kerne hat oder Flecken auf Textilien, ist die Seife ein Phänomen. Wahnsinn, das ist ja... Man hat eine Seife für Haare, für Haut. Wenn man möchte, kann man auch damit die Zähne putzen. Zähne putzen auch. Offiziell ist es nur für die Haut. Ja. Aber ich selber kann auch das auch verwenden. Ich verwende das selber. Und wer einfach darüber hinaus noch probieren möchte, soll einfach
Und jetzt kommt der Clou von der Geschichte mit den Haaren. Ja? Ja. Diese tatsächlich versorgt diese Creme, sage ich mal, den Boden, den Haarboden, die Haarwurzel wieder so mit Nährstoffen da, die eine bestimmte Hautflora wiederherstellt, dass die Haare nachwachsen. Und Labité hat mir erlaubt, den Mann, der so begeistert zu ihm kam und ihm die Bilder gemacht hat von seinem Haarausfall, wie er vorher war und wie er war, nachdem er einfach nur sich die Haare damit gewaschen hat. Ja, er hat damit gewaschen und diese Salbe, diese Creme, die wir auch in Afrika als Lebensmittel benutzen. Und das kann ich auch essen. Nur was man essen kann, kann man auf die Haut schmieren. Sehr Wenn man nicht essen kann, darf man bloß nicht auf die Haut. Ganz genau. Wer das macht, führt nur so einen Krieg gegen seinen eigenen Körper. Das stimmt. Ja. Und die Bilder von dem Mann werde ich jetzt mal hier einfügen. Du hast vorher-nachher-Bilder, gell? Ja, aber dann schaut jetzt mal über meinen Kopf, werde ich jetzt ein Bild einfügen. So sah der Mann vorher aus, also hatte eine fast schon vollständige Glatze, gell? Ja. Und nun schaut euch an, was passiert ist, nachdem er die Seife benutzt hat und die Creme auf seine Haut eingeschmiert hat. Also ich kann mich an das Foto noch erinnern, es hat sich so schon ein wieder dichter Flaum gebildet. Flaum, ja, weil die Haut da wahrscheinlich, die Zellen fangen wieder an zu leben und fördern einfach die Regeneration, unterstützen die Regeneration der Haare. Fantastisch. Ich habe zum Beispiel meinen Schwiegerpapa, auch mit 72, der kommt aus Polen, er war erstmal ein bisschen skeptisch. Weil er sagte, was aus Afrika kommt, muss auch nicht mit dick hier in Europa helfen. Ja. Aber nachdem er angefangen hat, weil er selber ein bisschen Schuppen hat, merkt er, dass er die Haare wieder kommen und dass die Haarfarbe zurückkehrt. Das heißt, er zerstörte nicht die Haarstruktur oder die Haare, wie er vorher gemacht hat, mit den gängigen Produkten, die er vorher benutzt hat. Und er war sehr erstaunt, dass er einfach jetzt regelmäßig einfach die Haare wäscht, damit das noch schneller geht. Sensationell, das ist sensationell. Und hat der Mann danach auch diese Creme drauf geschmiert? Die Creme, zum Beispiel mein Schwiegerpapa hat da die Creme nicht drauf geschmiert, aber es dauert einfach ein bisschen länger. Aber die Seife selber ist auch, wenn man die Haarflora nicht zerstört, dann braucht man nur zu warten. Unser Körper ist in der Lage, sich zu regenerieren, unser Immunsystem. Regeneriert sich, sonst wären wir, wenn die Zellen sterben, dann wären wir schon tot. Ganz genau. Ja, richtig. Ja. Also es aktiviert die Selbstheilungskräfte. Ja? Wir heilen nicht, sondern sie aktiviert oder stimuliert die Selbstheilungskräfte. Und das Interessante dabei ist, man kann sie auch tatsächlich im Mund benutzen, wenn man im Mund innerlich irgendwelche Verletzungen hat. Offiziell ist es nur für die Haut. Aber in Afrika zum Beispiel, wir benutzen das auch genauso innerlich und äußerlich. In Afrika in erster Linie ist das ein Lebensmittel. Wir kochen damit. Das ist genauso, wenn ich sage Olivenöl. Ja. Olivenöl kann man essen, kann man auch auf die Haut schmieren. Wenn man nicht essen kann. Ich probiere das jetzt mal. Zum Beispiel in Afrika, wenn wir Halsschmerzen haben oder so, das wie Fett. Schmeckt wie Fett, ja. Mach ich mir gleich auf meinen Salat. Und jetzt erzähl mal die Geschichte mit dem Pferd. Ja, ich hatte mal auch damals war ich einfach auf einem Kongress, einem medizinischen Kongress, und dann kam eine Heilpraktikerin. Den Namen sage ich nicht, aus der Datenschutz. Ja. Aber dann sagte sie mir, sie hatte mehrere Pferde. Die Pferde haben vom chronischen Darmprobleme oder alles Mögliche, und sie haben einfach solche Geschwür auf der Haut. Was sie damals als Sarkoide genannt hat. Das sind Geschwüre. Und da habe ich gedacht, okay, in Afrika, wir schmieren das überall drauf. Mein Opa sagte, was juckt, was wehtut, was brennt. Egal was. Auch Narben. Draufschmieren, sagt man. Und wir sind damit groß geworden. Und ich werde gleich auch noch eine Erfahrung erzählen über meine Tochter, die einen kleinen Unfall gehabt hat. Und als ich die Dame kennengelernt habe, die Heilpraktikerin mit dem Pferd, habe ich ihr nur das Glas geschenkt und gesagt, okay, weil sie so viele kranke Pferde hat, soll sie das mitnehmen, und sie wird selber sehen, wie die Pferde reagieren. Sie schmierte diese Salbe auf diese Geschwür. Nach 2 Monaten ruft sie mich an, sagt mir, dass er abgefallen ist, das in der Hand. Das ist abgefallen? Abgefallen. Wahnsinn. Und das war Lebensmittel, ich rede nicht vom Arzneimittel, das Lebensmittel, womit wir kochen in Afrika, aber dieses Wissen selber ist auch in Afrika selber verloren gegangen. Richtig. Das ist schade dafür. Meine Tochter hat vorgestern, als sie nach Hause kam,
einen kleinen Unfall. Sie ist gegen einen Stein gefallen und hatte sie eine platte Wunde gehabt, der ganze riesig groß. Und die Nachbarn waren ein bisschen alarmierter, weil sie geglaubt haben, es muss zugenäht werden. Meine Frau schmierte die Scherbe da drauf. Ein paar Mal am Tag. Am nächsten Tag war schon fast tot. Nächster Tag. Sie kommen gleich und dann kannst du sie sehen, wie die Wunde nach 2 Tagen aus ist. Ja, das ist überraschend. Aber das Lebensmittel, wir müssen das erwähnen, das kann als Lebensmittel. Das genau. Lebensmittel und ja. Das hatte mit der Heilung nichts zu tun. Das hat mit Heilung nichts zu tun, Leute. Ihr habt es gehört, wie immer bei mir, hier wird nicht geheilt, keine Heilung. Sondern unsere Körper selber, unsere Zelle selber, sie kennen diese Information. Ganz genau. Sie haben diese Fähigkeiten. Und mein Opa sagt auch, die Pflanzen, sie wissen, wie man einfach gegen die Natur kämpft. Ganz genau. Oder was die Information, die sie wie von der Natur haben, richtig. Sie können uns auch unsere Zellen ganz weitergeben. Ganz genau, richtig. Ja. Ja. Wir übernehmen so gesehen das Immunsystem von den Pflanzen. Wenn wir die, und das hier sind die besten Pflanzen für die Haut kombiniert. Hier hat der Shea-Butter, Arganöl und Aloe drin, von dem man einzelne Studien, hier in Deutschland geht es ja immer um Studien, von denen man studienbasiert weiß, dass sie alleine schon extreme gesundheitliche Effekte haben. Mhm. Und nun kombiniert und auf eine sehr traditionelle Weise auch angerichtet und direkt aus Afrika, weil dort hat es nochmal eine ganz andere Qualität, weil natürlich die Nährstoffe in den Pflanzen noch viel höher sind als hier, wenn sie gezüchtet sind, ist es so stark, dass ich euch auch jetzt nochmal eine Geschichte erzähle. Und zwar habe ich eine Freundin von der, die hat mir auch erlaubt, ihre Bilder einzublenden. Und zwar schaut euch mal ihr Gesicht an, wie sie vorher aussah, bevor sie angefangen hat, diese Creme zu nehmen. Jetzt auch über mein Gesicht werde ich es einblenden. Ihr seht also, sie hatte sehr starke Unreinheiten Richtung Akne. Ja, und dann habe ich ihr gesagt, hey, ich habe da einen Mann kennengelernt, Labité, der hat eine super Creme und eine super Seife. Du nimmst jetzt nichts anderes mehr für deine Haare, für deine Haut, beim Baden. Überall benutzt du nur diese Seife und danach schmierst du diese Creme ins Gesicht. Jeden Tag einmal. Und jetzt schaut euch mal an, wie sie jetzt schon aussieht. Und es sind 2 Monate vorbei. 2 Monate, wie die Haut jetzt aussieht. Und die hatte damit seit ihrer Pubertät, also sie ist jetzt 29, also mal ganz locker seit 10, 11, 12 Jahren mit diesen Hautproblemen zu kämpfen. Die waren sehr hartnäckig. Und dann diese Creme draufgeschmiert und jetzt seht, was passiert. Was mich an dieser Creme begeistert hat, ist das mit den Haaren. Also als ich die Bilder gesehen habe, die ihr auch gerade gesehen habt, habe ich gedacht, ey, das werde ich in meine Haarkur integrieren. Und da werde ich euch auch jetzt nochmal dazu eigene Studien sammeln und Leute, die ich damit behandeln werde, in den nächsten Videos bald mal vorstellen, was ich tatsächlich tun kann mit dieser Creme auf der Haut. Hast du noch eine letzte geheime Botschaft oder ein letztes, sag ich mal, Information zu diesen Produkten? Ich meine, denn so eine Creme? Eine Creme ist immer, der Preis ist relativ, wie du es siehst. Manche Leute sagen ja sogar, dass einfach zu günstig ist. Ich finde auch, 30 Euro. Ja, aber für mich ist einfach wichtig, einfach, dass der kleine Mann auch Zugang dazu hat. Es geht darum, auch die Leute dazu zu motivieren, weg von diesen Giftstoffen und zurück zu der Natur. Und wenn wir gemeinsam, wir sitzen alles im gleichen Boot, wenn das Boot sinkt, sinken wir alle. Ganz genau. Wenn wir unsere ganzen Giftstoffe für die Haut benutzen, wir vergiften damit auch unsere Grundwasser. Ganz genau. Und das muss die Menschheit auch trinken. Richtig. Die Tiere genauso. Ganz genau. Die Schmerzen der Natur, wenn die Natur schreit vor Schmerzen, das spüren wir unsere Körper auch, die Schmerzen. Ganz genau. Deswegen müssen wir langsam aufhören, diese Giftstoffe gegen uns selber anzusetzen oder zu verwenden. Sehr schön. Also bessere Abschlussworte konnte ich dafür nicht finden. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Ich werde diese Creme jetzt in Massen einkaufen. So viel, wie er zur Verfügung hat, werde ich bei mir im Online-Shop platzieren. Das heißt, ihr könnt sie direkt über den Link unter dem Video bestellen. Probiert sie aus, sendet mir eure Erfahrungsberichte, Leute. Und ich freue mich wirklich, wenn ihr mir einen Daumen hoch für die Sendung gibt, wenn ihr diesen Channel abonniert, wenn ihr hier zu der Rohkosteria vorbeikommt, wenn ihr die Ernährungspläne bucht und euch mit allen anderen Superfoods eindeckt. Denn äußerlich ist natürlich wichtig, solche Sachen anzuwenden, aber von innen ist natürlich auch eine ganz zentrale Rolle, dass wir uns mit gesunden, rohköstlichen, vitaminreichen und mineralstoffreichen Lebensmitteln auffüllen. Das stimmt schon, dass man einfach nur das Gesunde, weil wenn wir unsere Darmflora zerstören, dann funktionieren unsere Psyche nicht, unsere Augen nicht. Ganz genau. Und das ist der Grund, warum das, was wir auf die Haut schmieren, geht auch genauso rein wie das, was wir essen. Ganz genau. Und was man auch noch wissen muss, einfach über diese ganzen Sachen, die Salbe zum Beispiel. Meine Mutter, sie hat das uns auch komplett angeschmiert, wenn wir einfach Fieber hatten oder wenn wir krank waren. Aha. Und man merkte, wie die Zellen anfangen, die Giftstoffe aus dem Körper, man schwitzen über Nacht und es geht einfach wieder besser. Oder sie setzen das nur auf Bauchnabel und versorgt den Körper. Mit Warum? Weil meine Oma damals auch gesagt hat,
da hat alles angefangen. Schön. Da haben wir unsere Nahrungsmittel auch bekommen. Das ist nur eine Information, ein Wissen, was ich auch den Leuten hier weitergebe. Aber wie gesagt, das ist keine Arzneimittel. Nein. Vielen Dank. Falls ihr mehr von Labitier wissen wollt, Labitier hält oft Vorträge, ist auf vielen Messen vertreten. Wir haben uns auf der Revolution kennengelernt, da kenne ich ihn. Ist in diesen Gesundheitskreisen da schon sehr bekannt. So ein super Vortrag gehalten. Hast du auch ein Buch geschrieben oder sowas zu dem Thema? Ein Buch. Man sagt, viele Leute sagen mir, er soll langsam ein Buch schreiben, aber es kommt noch. Es kommt noch. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, Leute. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao. Okay.